herzlich willkommen bei Tech Bros. Im heutigen Video geht es einfach nur um die Pressekonferenz, die heute stattgefunden hat. Ich zeige euch mal ganz kurz die wichtigsten Updates. Ich blende euch auch zwischendurch mal ein paar Bilder ein. Was ist das Wichtigste? Also die PS4 Slim ist rausgekommen. Die kommt am 15. September 2016 raus für 299 Euro. Und es gibt eine neue PS4, nicht Neo, sondern es kommt die PS4 Pro, so wird sie heißen. Und die erscheint am 10. November 2016 für 399 Euro, also genauso wie damals diese schöne PS4 hier für 399 Euro wird auch die neue PS4 Pro kosten. Für wie viel dann diese PS4 hier angeboten wird, das weiß ich noch nicht, das müssen wir, werden im Laufe der Zeit dann erfahren. Und ja, aber das Wichtigste ist PS4 Pro 399 Euro und die PS4 Slim 299 Euro. Fangen wir mal mit der PS4 Slim an. Die PS4 Slim hat dieselben Konfigurationen wie die PS4. Sie ist einfach nur kleiner, kompakter und hat dieselben Leistungsdaten, kostet 299 Euro und das war es eigentlich auch schon zu Slim, dazu wurde nichts Großes gesagt. Und zur PS4 Pro, die ist so mehr für die High-End-Gamer, es ist viel auf 4K, auf Grafik bezogen, also richtig auf Grafik bezogen, damit das Bildverhältnis und die Auflösung alles perfekt ist, um halt näher an den PC-Grafik ranzukommen, würde ich mal sagen. Und ja, das ist auf jeden Fall die PS4 Pro, die hat einen besseren GPU, also Arbeitsspeicher und Prozessor und kommt auch mit einer 1 TB fest eingebauten Festplatte. Und ob ich sie mir holen werde, ich weiß noch nicht, also noch nicht zum Release, das ist schon mal sicher, aber dann wahrscheinlich zum Neujahr hin nochmal über das Weihnachtsgeschäft hin raus, mal schauen, wie sich die Preisentwicklung so macht, werde ich mir so wahrscheinlich eine zulegen, um euch halt mal auf dem Laufenden zu halten, dann kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Ich blende euch nochmal hier ein paar Bilder von der Konsole ein und wenn ihr möchtet, geht's einfach mal auf die PlayStation-Seite und schaut mal nach. Da könnt ihr alles nachlesen. Die Pressekonferenz ist jetzt zu Ende, also wenn das Video oben ist, ist wahrscheinlich schon eine Stunde her oder so. Und ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wollte euch nur mal kurz die wichtigsten Updates liefern, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.